Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozen Flame mit der Hildegard. Hallöle. Wir sind wieder bei Diodorus und wollen ihm sein schickes Lamm zurückbringen, ne? Ach schön, geht gerade die Sonne auf. Oh. Ja. Oh, was für ein Anblick. Das stimmt. Und er denkt sich, jetzt hört auf in den Sonnenuntergang zu glotzen, gib mir mein Size Lamm. Willst du? Soll ich? Du darfst sprechen. So, Diodorus, wir beide kennen uns anscheinend noch nicht, aber du hattest einen Gegenstand, der mir gehört. Hä, wir kennen ihn doch schon. Naja, sei es drum. Bitte gib ihn mir zurück. Im Gegenzug gebe ich dir alles, was ich besitze, als Belohnung. Lass mich von Anfang an ehrlich zu dir sein. Ich bin ein Golem aus Ton. Eine exakte lebende Kopie des Archäologen Diodorus. Ach, deswegen heißt er Leben Diodorus. Ich hab mich schon gewundert, ja. Diodorus und seine Schwester haben einst ein antikes Grab ausgegraben, in dem ein großer Zauberer aus der Vergangenheit bestattet wurde. Diodorus wusste nicht, dass der Boden, auf dem er ging, von Magie durchdrungen war. So habe ich sein Leben studiert und sein Aussehen angenommen. Und jetzt will ich ihn kennenlernen, reden und das Lamm zurückbringen, das er aus Versehen in die Gruft hat fallen lassen. Ich bin sicher, er wird sich freuen, mich zu treffen. Naja, weiß ich nicht, wenn du deinen eigenen Doppelgänger triffst, ist das bestimmt ein bisschen creepy zum Anfang, oder? Ich hätte da keinen Bock drauf. Ich habe von anderen Pilgern gehört, dass er gerade mit seiner Schwester Dora die Wiege der Hüter besucht, um ein weiteres altes Geheimnis zu lüften. Soweit ich seinen Erinnerungen entnehmen kann, war Diodorus als Kind nicht einmal in der Lage, sich die Schnürsenkel zuzubinden. Oha. Eines Tages werde ich einen anderen Golem überzeugen, die Gestalt meiner lieben Dora anzunehmen. Ach du Schande. Okay, also ich habe das Lamm abgegeben. Okay, ich habe gerade oben nochmal diese pinken Blumen gesammelt, die dann die Samen geben. Ah, perfekt. Das ist sehr gut. So, hast du es auch schon abgegeben? Ja. Gut, dein Leben ist ein bisschen angetischt, genauso wie meins. Dann machen wir eine kleine Vesperpause. Vielleicht noch kurz für die Zuschauer. Ich habe übrigens dieses Zelt gekauft hier. Diesen Unterschlupf. Den kann man zwischendrin mal bauen und dann kann man tatsächlich irgendwo draußen schlafen. Das müssen wir mal testen, falls wir den Buff gerne haben möchten. So, jetzt lass uns mal kurz auf die Map gucken. Mein Marker siehst du und du hast ja auch einen Marker gesetzt, ne? Ja, weil ich deinen Strahl nicht sehe. Ach du Schande. Deswegen habe ich mir meinen daneben gesetzt. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen buggy. Schauen wir mal. Ah, da ist ein Knabberer, den mache ich kurz noch platt. Knabbererhaut können wir ja. Ist ja immer noch relativ knapp, ne? Knabbererhaut ist knapp, ja. Eisen lasse ich jetzt stehen, damit wir los können. Bist du schon rübergeflogen? Ja. Ah ja. Ach ja, da sehe ich dich springen. Ich bin schon wieder hart am Arbeiten, weißt du? Ja, ich habe in den Kommentaren auch gelesen, ich soll doch auch die Hilde mal was looten lassen. Wir haben uns sehr gefreut über den Kommi, also wirklich. Aber das Schöne bei dem Spiel ist tatsächlich, der Kistenloot ist ja immer doppelt. Ne? Also man nimmt sich wirklich nichts gegenseitig weg, was ich per se ganz gut finde. Und Pflanzen und Edelmetalle oder Metalle generell sind wieder da, sobald man das Spiel wieder startet. Wir schmeißen das ja eh alles in eine Kiste und wer was braucht, nimmt was raus und fertig. Also ja, das kriegen wir ganz gut hin. Vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe auch mal ein Großschwert gekauft. Das sieht dann so aus. Von der Trümmer, ey. So im Vergleich, ne? Das Ding macht auch echt satten Schaden. Klar, ist ein Zweihänder, ist natürlich dann nicht so schnell, macht aber 36 bis 40 Waffenschaden und kritische Chance sind 8%. Dachte ich mir, gönne ich mir mal, weil wenn ich da mal hinten dran stehe und die Hilde wunderbar einen wegtankt, dann kann ich ja zumindest ab und an mal ein bisschen Damage-Output machen. Versuche ich zumindest.
Ja, wir werden gleich gewahr, wie gut das funktioniert, ne? Ja, für mich ist es nichts mit dem Großschwert, weil ich bin ja eher so ein bisschen hektisch unterwegs und wenn ich dann zu selten zuschlagen kann, das mag ich nicht so gern. Ich bin lieber etwas flink. So, jetzt lege ich mir noch was zu essen auf die... Immer schade, dass man nicht weiß, was da jetzt kommt. Ich nehme jetzt mal die... Was nehme ich denn? Blutungsresistenz, Ausdauer... Ach, ich nehme mal den Fleischfruchtspieß. Klingt auch lecker. Da habe ich nämlich einen Dreier-Stack. Aber ich hoffe ja nicht, dass der Kampf so lang geht. Okay, dann leg mal deine Haut da rein. Das mache ich. Ich leg mal meine Haut rein. Zum Glück haben wir sie auch dabei. Oh, guck mal. Ja. Da. Oh, Bogenschützengeist. Oh, der hat aber auch eine Axt. Oh, wo hat mich denn jetzt gerade hingebeutelt? Oh, der hat... Irgendjemand hat mich umgekickt, dich auch? Nee. Der macht so einen Mehrfachschlag mit der Axt. Der Malmer. Was ist denn das hier für ein wildes Knüppel, sag mal. Boah, ich habe 156 Schaden gemacht. Oh, krass. Oh, was? Der Todbringer, das Ding. Ehrlich. Cool. Drachensprachbuch. Ah ja, geil. Buch Nummer 3, ne? Ja. So, eine Enzyklopädie mehrerer tausend Seiten wurde von den Gelehrten von Arcana über mehrere Jahrhunderte hinweg verfasst und erweitert, um die bizarre Sprache der Drachen zu erforschen. Auf inzwischen verfallenen Seiten findet man Zeichnungen verschiedener Drachen und Transkriptionen mit Übersetzungen ihrer außergewöhnlichen Schreie. Cool. Mhm. Was wir nicht alles im Sack haben, ne? Zwei verfluchte Instrumente, Buch, ich sag's doch. Brutal. Ach nein, jetzt habe ich natürlich auf der einen Insel vergessen, die Wasserdinger da aufzufüllen, ich Depp. Vielleicht kommen wir gleich nochmal... Ja, das sind ja alles keine Wege gerade. Außerdem nee, wollten stimmt. wir doch jetzt als nächstes... Gehen wir jetzt erst das Buch... da reinschmeißen oder probieren wir erst die Instrumente abzugeben? Per se wäre es natürlich auch schlau, mal zu dem letzten Fragezeichen zu gehen, damit wir wissen, was wir opfern müssen. Ne? Dann markier es mal bitte, weil ich sehe es nicht. Da hinten? Mhm. Okay. Warte, ich muss so, mir ja auch markieren. Aber schnell mal bei der Insel gucken. Bei der Truhe. Ein Knochenschwert habe ich bekommen. Das macht Feuerschaden. Willst du das haben? Ja, ich habe einen Bogen bekommen, das macht Erdschaden. Willst du das haben? Mhm. Ich werfe dir mal hier hin, Achtung. Cool. Sehr schön, mein Knochenschwert sperrt. Ja, mein Knochenbärt ist nämlich schon ziemlich runter. Gut. Ja, praktisch. So, jetzt lass mich nochmal auf die Map schauen. Also wollen wir erstmal gucken, was das Fragezeichen kann, meinst du? Ja. Ich bin einverstanden. Okay. Muss ich nur mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwo in die Richtung. Darüber. Am besten wir gehen... Siehst du, wir müssen eh nochmal auf die Insel, wo wir gerade waren. Dann kannst da du drüben, dein ne? Wässerchen auffüllen. Denn ich habe Outtake ein bisschen gefarmt, vorgefarmt für uns. Und hab dann auch beschlossen, dass wir noch ein paar Wassersäcke machen, damit wir uns noch Heiltränke basteln können. Ich mach mal kurz einen Zwischenstopp auf dieser Mini-Insel, wo scheinbar nur Bäume draufstehen. Ich dusche mal eine Runde. Das finde ich sehr gut. Oh, da ist so ein Haihund hier drüben. Ich muss mal gerade gucken, wo hier drüben ist. Ach, da drüben. Da muss man hoch, ne? Ja. Ein ist aber gar kein Problem. Schafft man locker. Ein Haihund und so eine kleine Tafel am Boden. Ich fange mal mit der Tafel an. Mhm. Aus den Aufzeichnungen eines Zauberforschers. Alles, was ich meinen schuppigen Freund sagen höre, ist Migo, Migo, Migo. Gib, gib, gib.
Erst kürzlich hatte ich das Glück, ein Echsenlager zu besuchen, wo frisch geschlüpften... Diese Schreibfehler, die stören meinen Lesefluss extrem. So, nochmal. Erst kürzlich hatte ich das Glück, ein Echsenlager zu besuchen, wo ich frisch geschlüpften Nachwuchs sah. Ach, ist gar kein Schreibfehler. Eieie. Und was war das erste Wort, das sie sprachen, nachdem sie diese Welt betreten hatten? Migo, natürlich. Okay. Ich hatte einfach noch nicht genug Kaffee für diese Texte. Sprich du mal mit ihm. Chu, Migo, Migo, Migo. Ili, Hastur. Ili, Gatanotor. Ich finde den, seine Sprache ist aber auch schwierig. Geheime Bedeutung aktualisiert. Okay, mit was kann man handeln? Oh, guck mal, der verkauft unter anderem Duftsalz. Das ist gut. Ich habe gerade nochmal mit ihm geredet und er hat mir einen Heiltrank abgenommen. Echt? Ja, mir auch. Und dann hat sich die Quest aktualisiert, gell? Ja. So, entschlüssel die Anfrage vom Lizard und bring ihm, was er will. 1 von 2. Gatanotor. Ich meine, wenn er einen Heiltrank genommen hat, vielleicht will er noch entweder so einen Ausdauertrank oder so einen Energietrank, hätte ich jetzt einfach mal getippt. Einen Ausdauertrank habe ich in der Tasche, den will er scheinbar nicht. Ah, okay. Das ist ein Ausdauertrank, ne? Das Grüne? Jo. Ja. Den will und er nicht. Und dann gibt es ja noch diesen blauen, oder? Ist der blau? Ja, der ist auch so blau, ja. Da unten sehe ich noch eine Kiste. Wird der markiert eigentlich? Ja. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich habe mal so einen kleinen Rundflug gemacht, während du am Vorlesen warst. Ah. Ah, magische Siegel. Magische Siegel. Magische Siegel? Hast du eins? Hast du magische Siegel? Nein. Ich dachte gerade, du hast eins. Da hinten ist noch eine Tafel. Ah. Ah, also zu mir hier runter solltest du kommen. Weil da sind wieder solche Ranken zum Wegburnen. Ich habe ein magisches Siegel und noch eine Tafel gefunden. Ja, ich habe hier auch noch eine Tafel. Warte mal, dann komme ich erst zu dir. Und dann kommst du mit zu mir. Wo bist du denn? Du bist scheinbar da oben. Diese Burgruine sieht aber auch sehr geil aus, ne? Ja. Ah, da ist noch ein Siegel, aber wo bist du denn jetzt? Ach, wenn das so alles so viele Ebenen hat, sucht man ich sich ich bin da, wo dieser Holzzaun ist, dieser... Wo ist denn zusammen der Holzzaun? Ah, hier. Da so, vorne. Wenn du hier ums Eck guckst, dann siehst du da einen Holzzaun. Okay. Also Siegel, Tafel... Hast du schon vorgelesen? Nee, hast du nicht. Soll ich? Ich hab schon offen. Dann mach. Aus den Aufzeichnungen eines Zauberforschers. Die Chu-Echsen sind eine unglaubliche Rasse. Nachdem er meine Handtasche gestohlen hat, ist mein froschähnlicher Freund auf den Geschmack von alchemistischen Tränken gekommen. Jetzt lässt er mich nicht mehr in Ruhe. Gatanotoa. Das ist alles, was ich höre. Er sagt sonst nichts mehr zu mir. Wo soll ich einen Energietrank herbekommen? Er hat all meine Tränke ausgetrunken. Ja, du hast recht. Wir brauchen einen Energietrank. So, hier ist noch ein Siegel. Und dann kümmer mit hier runter. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin zum Baum runtergesprungen. Ach, irgendwo da. Schön ist auch, dass manchmal die Blätter so im Weg sind, dass man gar nichts sieht, ne? Sonst wäre es ja einfach. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl... Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich stehe auf den Ranken, ne? Ja. Ist dahinter noch... Kann man dahinter stehen? Du kannst doch fliegen. Ja. Ja. Ich lese mal die Tafel schon vor. Verflucht, ich hatte eine ganze Tasche voller alchemistischer Tränke. Hatte, während ich in meinen Träumen nächtlichen Vergnügungen mit schönen Nymphen frönte, nahm mein Echsenfreund alle Fläschchen aus der Tasche und trank sie. Jetzt bittet er mich nur noch um Hastur, das heißt einen Gesundheitstrank. Ah ja, okay, das wissen wir ja schon. Was gab's da hinten? Ich habe bekommen, was habe ich eigentlich bekommen? Muss man gerade gucken. Kein Energietrank. Ich habe 98 Münzen bekommen. Ah, ich habe Dings hier gekriegt, Himmelskristall.
Okay. Hier unten, komm mal runter, hier ist das nächste Siegel. So, jetzt gucken wir mal, ob es schon reicht. Ne, ein Siegel fehlt scheinbar noch. Ach, hier ist es. Da, wenn du zu mir kommst, das ist hinter so einem Baum versteckt. Ich suche dich. Ich finde dich. Ach ja, man sieht es leuchten, ne? Mhm. Gott. Ja, hier. Was gab's Schönes? Drei große Flammenessenzen habe ich gekriegt. Ich fliege mal noch mal kurz um die Insel rum, um zu sehen, ob es noch irgendeine Zwischenebene gibt, die wir jetzt verpassen. Nee. Na komm. Manchmal mag er aber auch nicht so gern fliegen, ne? Nee, manchmal werde ich auch leicht panisch und fange an, die Leertaste kaputt zu hämmern. So. Also ein Energietrank. Dann würde ich mal rüberfliegen zu unserem anderen Marker. Mhm, ich schaue nochmal gerade auf die Map. Wir sind irgendwo in die Richtung, glaube ich. Nach Osten. Schafft man ganz gut, oder? Easy, easy. So, ein paar Knöchelchen gab's. So, was will er? Das ist aber teuer. Astral Essenz, okay. Ja, das stimmt. Das ist vom Preis her gehoben. Oh, hier ist auf jeden Fall noch eine Leseplatte. Die lese ich mal vor. Mhm. Der Astral. Jeder Pilger, der seine Seele bewahren will, sollte sich unverzüglich auf den Weg dorthin machen. Auch ich. Nur der heilige Kronos kann mich beschützen, aber es macht mir Angst. Auch nur daran zu denken. Ich muss meine Novizen töten, um genug magische Essenz zu sammeln, um mich ins Heiligtum zu bringen. Götter, gibt es wirklich keinen anderen Weg? Ich glaube, das hatten wir aber schon mal gelesen. So eine Tafel haben wir doch schon mal gefunden. Ja, ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor mit den Novizen töten. Ich laufe hier noch einmal rum, um zu gucken, ob es hier noch irgendein Abyss gibt. Das hat mich auch spontan an diese Serie The 100 erinnert. Inwiefern? Da gibt es doch auch diesen Stamm. Und wenn dann ein neuer König, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Begriff dafür war, gebraucht wird, eine Van Heder oder sowas, keine Ahnung, oder Hedda haben sie doch immer gesagt, Hedda. Mhm. Hedda. Dann sind doch die ganzen Anwärter aufeinander losgegangen. Und nur der letzte Überlebende ist es irgendwie geworden. Das ist schon mal auch nett. Tja. Naja, gut, natürliche Selektion oder so, ne? Ja, ob das jetzt natürlich ist? Ja, vielleicht. Ja, nur der Stärkste überlebt halt. Das heißt, wir flitzen jetzt nochmal rüber zur Burg und von der Burg dann zu der Plattform, wo man das Buch abgeben kann. Ist das richtig? Ja. Oder zu Kronos. Die Reihenfolge ist, dafür müssen wir ja auch zum Teleporter. Wobei, wenn wir gerade schon hier sind, erblicke ich diese Insel weiter oben mit diesem, wo scheinbar nur ein Baumstumpf drauf ist, und frage mich spontan, waren wir da oben schon? Waren wir. Da ist irgendwas markiert. Auf einer Insel waren wir auf jeden Fall schon mit dem Baumstumpf. Da war doch der Holzkopf. Ja. Der uns jetzt quasi diese Trommel hier vermacht hat. Das stimmt. Guten Tag. Guten Tag, dann fliegen wir direkt zum Teleporter hoch. Mhm.
Flatter, flatter, flatter. Aber echt. Oh, hast du wieder Freunde angelacht? Ja, ich habe ihm nur mal kurz Hallo gesagt und bin dann gleich weitergeflogen. So, also erst zum Teleporter-Dingens. Buch abgeben. Ja, der Teleporter ist ja schon wieder beschädigt. Ich habe den schon mal zwischenrepariert. Das mache ich nochmal kurz, weil hier spawnt nämlich immer so ein Knabberer. Und ich glaube, dass der dann in unserer Abwesenheit an dem Ding rummacht. Das ist ja fies. Dann mach du das mal. 4 Steine brauchen wir, glaube ich. So, zack. Dann versuche ich gerade noch einmal in der Zeit diese Rennaufgabe da zu machen. Ah, die habe ich Outtake einmal probiert. Ich bin mal ganz kurz bisschen grantig geworden. So, Teleporter ist repariert. Ich finde es immer sehr amüsant, wie man auf dem Teleporter landet, ne? Mhm. Sieht irgendwie aus, als würde er da voll reinstürzen. Scheint wohl keine angenehme Reise zu sein. Gut, dass ich Kinderpflaster in der Tasche habe. Was denn? Da sind Knabberer abgebildet auf dem Pflaster. Ich kümmere mich mal um diese Blasendinger, ne? Vielleicht gibt's noch mal einen Samen. Stein gab's, das ist ja schon mal cool. Ach, die droppen doch Steine, kann das sein? Diese grünen Blasen, ja, gell? Ich war gerade mit der Quest beschäftigt. Ja, alles gut. Ich konnte dir nicht zuhören. Das gibt's nicht, ich habe wieder nicht den letzten Kreis gefunden. Das macht mich echt wahnsinnig. Ich sag ja, man muss vielleicht beim letzten mal echt... Bin ich. Hochfliegen wollte ich sagen und mal ein bisschen Überblick kriegen, aber wenn du es gemacht hast, Bin ich. Vielleicht muss man auch irgendwie von der Insel runterfliegen und dann ist es da irgendwie seitlich zum Durchfliegen. I don't know. Komm jetzt mal zur Buchabgabe. Mhm. Bevor die Frist abläuft. So, schön. Ja, nicht, dass es Ärger von einer Bibliothekarin gibt oder Bibliothekar. Ja, ich hab keinen Bock auf Nachzahlen. Strafgebühr. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Kronos, oder? Mhm. Bin mal gespannt, ob es wirklich nur 2 Instrumente sind. Ich bin es auch sehr gespannt. Ich finde, das Schwert ist echt übel groß. Was? Guck mal, am Rücken. Ich habe leider schon die Map zum Teleportieren offen. Ah, schade. Ich schaue es mir gleich an. Ja, kein Stress. So, dem Kronos. So, mal kurz gucken. Hast du irgendwas Neues zum Handeln? Guck mal, der hat nämlich auch noch so einen Knochenhelm. Der wäre natürlich vielleicht auch was für dich. Wobei der andere echt besser ist, diese Knochenmaske, ne? Die hat 9 Verteidigung, der Knochenhelm hat nur 4, dafür aber 2 Kälteresistenz. Tja. Ich bleib bei dem, was ich habe. Bin bis jetzt zufrieden. Ja, und du benutzt ja auch wirklich alles, bis nichts mehr geht, ne? Haben wir ja schon gehört. Du bist da sehr sparsam. So, ja, dann rede mal mit ihm, du. Kronos, ich habe gehört, dass es Musikinstrumente im gebrochenen Tal, Instrumente, die von der Finsternis berührt werden. 3 Instrumente. Kiesel, weißt du, wo du den Portalkern finden kannst? Finde alle heiligen Altäre. Tja, also ein Musikinstrument fehlt uns wohl noch. Okay, na wenigstens wissen wir jetzt mal, dass es 3 an der Zahl sind. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann holen wir mal kurz zu Hause so einen Energietrank, oder? Mhm. Und 3 Astral-Essenzen.
Ah ja, klar. Gleich wieder Besuch zu holen hier. Ja, ist doch schön, wenn man nicht begrüßt wird, wenn man nach Hause kommt. Weiß ich nicht, ob er das auch so empfunden hat, aber ja. Das, liebe Zuschauer, ist übrigens dieses Zelt, was man unterwegs bauen kann. Und das Coole ist, man kann es auch wieder mitnehmen. Und ich finde, es sieht echt ganz, ganz schnuggelig aus. Ich habe doch schon Probe geschlafen. Man schläft ja gut. Ich habe übrigens gerade festgestellt, wenn man zu knapp über den Zaun fliegt, kriegt man Blutungsschaden. Oh. Ach, wegen den Stacheln oben drauf, ne? Ja, yep, hätte ich gar nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht. So, ich schmeiß mal gerade meinen ganzen Scheiß aus dem Rucksack hier. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Schaffen wir es noch, was davon abzugeben? Also abgeben wird knapp, aber was wir machen können, ich würde nämlich jetzt nochmal 3 Heiltränke anstellen. Mhm. Jetzt habe ich natürlich vom Kochtopf zur Kiste vergessen, was, was ich brauche. Oh Gott, ehrlich, Alzheimer lässt grüßen. Das da brauchen wir. Und Pilzen. Und Sticks wahrscheinlich. Von diesen Himmelssteinen hatte ich einstecken. Nice. Leut. Ach so, Zweige sind sogar schon drin. Cool. Wie viele von diesen Essenzen haben wir denn? Sollten wir noch welche anpflanzen? Von den Astralessenzen? Mhm. Haben wir 13 Stück. Ich steck mal die gewünschten 3 ein. So, hast du jetzt den Energietrank oder soll ich den auch einstecken? Ich habe noch gar nichts rausgenommen. Ich habe jetzt nur mal den Kochtopf angeworfen. Dann stecke ich auch gleich den Energietrank an. Ich baue noch Astralessenzen an. Warte mal, hat mal. Gut, wir müssen gucken, dass wir ausgewogen zwischen den Astralessenzen und den anderen, ne? Und den Kristallessenzen. Was man so an Rüstungskram auch findet. Ich fände es irgendwie cool, wenn es einen Händler gäbe, der einem die ganzen Masken und so abkaufen würde. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie, das müssen sie noch einbauen. Deswegen sammle ich den Cheaten-Kram auch ein bisschen. In der Hoffnung, dass sie das implementieren, Mensch. Einen Bogen könnte ich aber mal da lassen, würde ich sagen. So. Bisschen mal vom Gewicht runterkommen. Wie viel habe ich gerade? 163 von 260. Sehr gut. Festgestellt, die Astralessenzen sind ja gar nicht die teuren, das sind die Kristallessenzen. Ich mache Mittagsschlaf. Schnell. Ich habe schon gedacht, da draußen wäre ein Schwein, dabei schnarchst du nur. Danke. So, liebe Zuschauer, dann würde ich sagen, wir machen mal einen spontanen Folgenwechsel, weil wir sind auch schon wieder bei 29 Minuten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich mit den Zuschauern drüben beim Haihund, oder? Das klingt nach einem tollen Plan. Und dann springen wir weiter und holen das letzte Buch. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Wir haben immer noch die Quest, finde das sprechende Schwein. Stimmt, das haben wir auch noch nicht. Das verschwundene Wildschwein. Im gebrochenen Tal. Das heißt, es muss auf irgendeiner der Inseln rumfliegen. Das schaffen wir schon. So, dann wo bist denn du? Ich gebe gerade hier mein Zeug in der Kiste ab. So. Ja, wir bedanken uns bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt uns gesund, genießt weiterhin die Zeit, die vorweihnachtliche Zeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.